Fest in Händen hielt Hildegerg ihr Glück, die Weltcup-Kugel für die Disziplinwertung Super-G. Das Finale hatte heute drei Hauptdarstellerinnen. Katja Seitzinger, die Olympiasiegerin, gewann dieses letzte Super-G-Rennen und erreichte so in der Saisonwertung Rang 2. Auf dem Sprung zum Gesamtsieg war die Nervenbelastung enorm für Hildegerg. Als Zweite im Ziel lag sie in der Gesamtwertung vorne. Skeptisch dennoch ihr Blick, denn bei ihrer risikoreichen Fahrt verlor sie einige Zehntelsekunden. Und die Läuferin mit der besten Ausgangsposition, Pernilla Wiberg, stand noch oben. Aber die Schwedin verpasste ein Tor. Und so feierte das deutsche Team dank Martina Ertl, Katja Seitzinger und Hildegerg einen Dreifachtriumph. Ja, das ist natürlich ein Traum, gell? 1, 2, 3 in einem Super-G-Rennen, einem Weltcup-Rennen. Das, glaube ich, war das letzte Mal in einem Riesenslalom vor der Olympiasaison in Lillehammer. Und das ist natürlich super. Ein Bild, auf das wir uns auch in der nächsten Saison freuen.